Ich verrate Ihnen zum Reinkommen direkt mal ein gut gehütetes Geheimnis. Noch genau 70 Tage und wir sind die GroKo los. Ja, wir haben es extra nachgerechnet. Am 6. Dezember beginnt der SPD-Parteitag und spätestens dann sagt die Sozenbasis leise Servus. Ja. Ja klar, das muss die SPD am Ende natürlich selbst entscheiden. Wir wollen die da nicht irgendwie unter Druck setzen. Ne? Das steht uns gar nicht zu. Aber ich bin mir da wirklich hundertprozentig relativ sicher, meine Damen und Herren, am Nikolaus ist GroKo aus. Ja. Und da darf man schon mal fragen, als was wird Angela Merkel denn in die Geschichte eingehen? Als Klimakanzlerin schon mal nicht. Das ist sicher. Nachdem die GroKo dieses Pseudo-Klimaschutzpaket rausgehauen hat. Wobei sie selber waren, glaube ich, relativ zufrieden mit sich. Deswegen bin ich auf dieses Paket sehr stolz und darf mich bei allen bedanken. Und da sage ich auch noch mal als CSU-Vorsitzender Dankeschön. Auch ich will mich dafür sehr, sehr herzlich bedanken. Ich wollte mich dafür auch ganz herzlich bedanken. Deswegen auch mein persönlicher Dank an alle. Dafür kann man sich bei allen nur bedanken. Dafür bedanke ich mich auch noch mal sehr herzlich. Also noch mal vielen Dank dafür. Bitteschön. Sind wir geil! Mann, sind wir geil! Ja. Die ersten 30 Minuten der PK gingen für Dank drauf. Im Streit über zu viel oder zu wenig Klimaschutz hat sich die GroKo wie immer instinktiv für den arschteuren Mittelweg entschieden, mit dem wir unsere Ziele aber trotzdem verfehlen. Jetzt streichen sie aus dieser Kompromissgeburt auch noch die konkreten CO2-Zahlen, die jede Maßnahme einsparen soll, streichen Sie raus. Aber das finale Argument gegen das Klimapaket ist diese Pressemitteilung. Der Verband der deutschen Automobilindustrie findet super. Ja. Kurz gesagt, das Klimapaket kann man verbrennen, geht aber nicht wegen Feinstaub. So, alle klimaschädlichen Subventionen wie für Diesel oder Dienstwagen bleiben. Die Pendlerpauschale wird sogar erhöht, damit weniger Leute Auto fahren. Was? Aber Hauptsache, alle jetten schön zum Klimagipfel nach New York. Zwei Maschinen der Flugbereitschaft machen sich startklar. Fast zeitgleich heben die Kanzlerin und die Verteidigungsministerin ab. Beide mit dem Ziel USA, aber jede für sich. Selbstverständlich jede für sich. Man will auch ein bisschen Privatsphäre. Sonst kannst du gleich mit EasyJet fliegen, oder? Aber verstehen Sie eigentlich, was für eine Sensation Sie da gerade gehört haben? Die Flugbereitschaft der Bundesregierung hatte zwei funktionierende Flugzeuge gleichzeitig. Ja, das hatten wir Jahre nicht mehr. Ja, Annegret und Angela reisen mit zwei Fliegern in die USA. Man muss es aber auch ein bisschen verstehen, denn ich sag's mal ehrlich, wer mal irgendeine AKK-Rede ganz gehört hat, ahnt, das erträgst du keine 7 Stunden. Ja. Ja, da hat die Frau Merkel halt mal schlechte Erfahrungen gemacht. Die erste Etappe ist die sogenannte Zuhörtour. Sie wird starten am 27. April abends in Konstanz. Die Zuhörtour ist konzipiert ganz kompakt auf eine Zeit bis 2,5 Monate, das heißt bis Mitte Juli. In dieser Zeit wird es 40 Vor-Ort-Termine geben mit den unterschiedlichen Verbänden. Hinzu kommen noch gesonderte Gespräche. Ich kann es verstehen. Ja. Andererseits selber Schuld, Merkel. Sie hat die Fettnapfkönigin doch zu ihrer Nachfolgerin ernannt. Wie kann man sich feiern für das, was in diesen 19 Stunden Klimaverhandlungen rausgekommen ist? Wie kann man? Hier, echte, entlarvende Bilder, nicht von uns bearbeitet, von der entscheidenden Nacht in Berlin. Die haben da nebenbei schön Fußball geguckt. Ja, Peter Altmaier ist mehrfach zur Tanke gefahren und hat Erdnussflips gekauft. Ne? Ja, ist kein Witz. Europa League lief da, Eintracht Frankfurt gegen Arsenal. Am Ende also eine schlimme Niederlage für Frankfurt und fürs Klima. Und alles in allem ein klarer Fall von böswillig vorgetäuschter Klimapolitik. Herzlich willkommen bei Political Detectives. Berlin. Die SOKO Klima ist einer mysteriösen Hochstaplerin auf der Spur, die seit Jahren in verschiedene Identitäten schlüpft. Mal gibt sie sich als Tischlerin aus.
dann als Schlagzeugerin der Pudis, ein anderes Mal als erfolglose Windparkbetreiberin. Jetzt ihr neuester Coup. Zusammen mit diesen 7 Komplizen präsentiert Angela M. ein sogenanntes Klimaschutzpaket. Spurensuche. 1995 sagt diese blutjunge Umweltministerin: Die Folgen der Klimaänderung werden uns alle betreffen. 12 Jahre später meint diese Kanzlerin: Wenn wir das Richtige tun, Energie einsparen, CO2-Emissionen vermeiden, dass wir dann auch eine gute Chance haben, das Thema zu bewältigen. Nochmal 12 Jahre später hat eine ganz andere Kanzlerin was gehört. Wir alle haben den Weckruf der Jugend gehört. Toll. Und jetzt das Unglaubliche. Haarproben beweisen, bei den 3 Frauen handelt es sich um ein und dieselbe Person. Seit sie regiert, hat Deutschland alle Klimaziele versemmelt. Angela M. wohnt seit Jahren in dieser Sozialwohnung. Nur ein paar Kilometer entfernt stirbt 2011 der süße Eisbär Knut. Zufall? Ja, schon. Aber wie weit wird Angela M. noch gehen, um das Klima nicht zu retten? Von Schuldbewusstsein jedenfalls keine Spur. So, jetzt hoffe ich, dass ich einigermaßen alles gemacht habe. Ja, danke. Dafür nicht. Political Detectives. Ja. Am 6. Dezember ist Schluss. So, die Frage bleibt, was wird Merkels politisches Vermächtnis? Klima nicht, haben wir gelernt. Europa? Ich sag mal, wenn man einen gewissen Herrn Macron fragt, auch eher no. Aufschwung, klar, Aufschwung hatten wir, gar keine Frage, XXL. Aber dann guckt man sich ein Foto von irgendeiner beliebigen Stadt im Ruhrgebiet an und denkt, ach so, ja. Allein die deutschen Kommunen schieben einen Investitionsstau von 159 Milliarden vor sich her. Also ausgerechnet da, wo Bürger wirklich auf Staat trifft, leben wir oft nur von der Substanz, trotz all der fetten Jahre. Wir fallen in so vielen Bereichen gnadenlos zurück. Hier haben Sie das gesehen. In Peking eröffnet der flächenmäßig größte Flughafen der Welt nach gerade mal 4 Jahren Bauzeit. Das machen die Chinesen nur, um uns zu demütigen. Ja. 4 Jahre. So lange dauert das bei uns, bis sie dein verlorenes Gepäck wiederfinden. Aber gut. Gut, vielleicht sind wir auch ein bisschen zu hart in unserem Urteil über die Kanzlerin. Wichtig ist ja, dass ihre Parteifreunde von ihr begeistert sind. In der Rückschau wird man über Kanzlerin Merkel sagen, dass sie ziemlich lang regiert hat. Ja, unglaublich warmherzige Merkel-Laudatio von Jens Spahn. Am Nikolaus ist GroKo aus. Ich leg mich fest, nicht mehr lange hin. Deswegen wird in Merkels brandenburgischer Heimatstadt Templin bald das passende Museum eröffnet. Für uns vor Ort, Birte Schneider. Birte, ist es denn schön geworden? Super! Ein angemessenes Denkmal für die Ära Merkel. Man merkt, da haben sich Leute richtig Gedanken gemacht. Mit viel Liebe zum Detail. Der Eingang zum Beispiel ist echt super geworden. Herzlich willkommen im nagelneuen Merkulaneum. 14 Jahre ruhige Hand werden hier gewürdigt. Da können die Tafeln so wie in dieser Woche noch so wütend vor Altersarmut warnen. Von sowas lässt sich eine Angela Merkel doch nicht hetzen. Deutschland hat immer noch keine Grundrente, die dafür sorgen würde, dass jemand, der sein Leben lang im Niedriglohn geschuftet hat, mehr bekommt als einer, der nie gearbeitet hat. Die Idee gibt es jetzt seit 10 Jahren. Schauen Sie mal. 2009 hieß das Alterseinkommen oberhalb der Grundsicherung, 2012 Zuschussrente, 2013 solidarische Lebensleistungsrente, 2017 gesetzliche Solidarrente, 2019 Respektrente bei der SPD und Grundrente bei der CDU. Gekommen ist von all dem nichts. Dazu passend hängt im nächsten Raum ein Ölgemälde, das das GroKo-Rentenkonzept wunderbar zusammenfasst. Es heißt Die Flaschensammlerin. Dieser Raum trägt den Titel 10 Jahre Aufschwung, was zum Teufel haben wir eigentlich draus gemacht? Alles Bilder von deutschen Schlaglöchern. Trotz fetter Steuerüberschüsse liegen wir mit unseren Investitionen für Verkehr und Infrastruktur unter dem OECD-Schnitt.
Gut, dafür locken unsere Schlaglöcher inzwischen Badetouristen aus aller Welt. Wunderbar. Stell dir vor, es ist Aufschwung und keiner merkt's. Beim mobilen Internet rangiert Deutschland ganz aktuell auf Platz 41 hinter Moldawien, Rumänien und dem Libanon. Kein Witz. 5G. Pff. Das hier ist die Realität. Wenn ich mal was mit dem Handy telefonieren möchte, dann gehe ich zum Friedhof und da klappt das immer. Ne? Also da hat man gut Empfang. Aber ich kann ja nicht immer zum Friedhof rennen. Ne? Ja gut, aber dafür, Birte, haben wir einen Digitalpakt. Alle Schulen kriegen iPads. Richtig. Leider haben 2/3 der Schulen aber kein vernünftiges Internet. Aber ich sag mal, wenn ein Tisch wackelt, kann man so ein iPad natürlich super darunter klemmen. Ja, also Sie würden schon sagen, das Museum da in Templin lohnt sich. Absolut. Und das hier ist mein Lieblingsraum. Das Werk heißt, warum wir Angela Merkel noch vermissen werden. Wahrscheinlich. Birte Schneider, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Mein Arzt hat mir verboten, mich weiterhin so aufzuregen. Deswegen wollte ich euch allen einfach nur einen schönen Tag wünschen. Oh, Scheiße! Überall lassen die ihre Drecksrequisiten liegen. Und ihr lasst jetzt gefälligst ein beschissenes Abo da.